Hey Song Gohan, kannst du mich hören? Oh, Telepathie. Krillin, was ist los? Ich weiß, du willst dich nach dem Kampf entspannen, aber wer weiß, wann Vegeta wiederkommt. Deshalb wollte ich dich daran erinnern, mit deinem Training weiterzumachen. Okay? Du hast dich bei dem Kampf gut geschlagen. Wenn du dir beim Training Mühe gibst, kannst du es mit noch stärkeren Typen aufnehmen. Danke, Krillin. Ich werde mir auf jeden Fall Zeit fürs Training nehmen. Gut, ich werde mir auch Mühe geben. Bis später. Ein neues Menü wurde zum Trainingsgelände hinzugefügt. Mein Controller. Meister Kaio hat durch meinen Controller geschrien. Finde ich schon cool. Miau. Hallo. Moment, diese Stimme. Ich halte mir meinen Controller jetzt mal dran. Vielleicht hört man uns gleich nochmal. Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören, Meister Kaio, oder? Hört man's? Ich weiß das gerade nicht. Angst, pure Angst. Durch den Controller, da finde ich wieder cool. Weil da Meister Kaio redet mit uns via Telepathie. Und dass er durch den Controller kommt, finde ich schon wieder ganz cool. Okay, ich pass auf. Das finde ich echt cool. Meister Kaio hatte recht. Ich spüre in der Nähe böse Energie. Eine Nebenquest? Man hört es lautstark, Hilfe! Ist das Spiel eigentlich ein Online-Modus oder ist es rein Story? Es ist rein Story-mäßig. Zumindest ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwie noch irgendwas gibt für einen Online-Part. Das weiß ich jetzt nicht. Darüber habe ich mich nicht gekümmert. Ich will auch mal kurz hier oben zum Trainingsgelände. So, das war's doch. Hau rein. Direkter Finisher. Da vorne ist es. Da vorne müsste dann der Trainingsgelände sein. Es soll jetzt noch beim Trainingsgelände sein. Deswegen will ich mal kurz hinfliegen. Müsste da sein. Das nenne ich eine Superheldenlandung. Ne, hier wurde aber nichts zum Trainingsgelände hinzugefügt. Hä? Wo kriege ich später noch das Trainingsgelände? Muss ja dann so sein. So, da ist er. Der ist hinter mir gelandet. Da vorne ist einer. Mann! Hey, yo, grüß dich, Pradiliet. Alles gut bei dir? Ich muss noch unbedingt meinen neuen Angriff da hinzufügen. Das muss ich gleich mal unbedingt machen. So, das mache ich nämlich jetzt direkt als erstes. Das mache ich direkt als erstes. So, super Angriffsauswahl. Auf X machen wir den vernichtenden Angriff drauf. So. So. Haben ja eh keine andere Möglichkeit, oder? Ist hier irgendwas auf der Karte zu sehen? Nee. Nix. Wo kommen wir jetzt mittlerweile zur Weltkarte? Nein, natürlich nicht. Natürlich kommen wir nicht zur Weltkarte. Ist doch scheiße. Es ist ein Scheiße, wäre nämlich cool, dass es einen Online-Modus hätte. Es ist ein RPG. Man sollte also nicht zu viel erwarten. Was heißt nicht zu viel erwarten? Es ist ein RPG-Game, klar. Weil es ein cooles, gutes, schönes Spiel ist. Genau, es ist wirklich ein gutes Spiel. Also, es braucht man gar nicht drüber diskutieren. Ja, das ist ein Monster! Was soll das für ein Ding? Es schwebt!
Wenn ich pupse, schwebe ich auch. Das sagt die. Du da, verschwinde hier lieber. Mach dir keine Sorgen um mich. Du musst dich in Sicherheit bringen. Zum Festhalten. Die haben Schiss ohne Ende. Und Son Gohan kommt hin, teleportiert sich zu denen und haut denen so fett in die Fresse, dass sie sogar auf den Boden knallen mit Erschütterung. Und die sagen, hau ab. Wir machen das schon. Die schluttern da vor Angst. Keine Ahnung, was. Zeig mal, was ihr drauf habt, ihr drei Luftpumpen. Obwohl, die sind halt stärker wegen der roten Aura, ja. Ja, die haben schon mehr drauf. Ach, da ist der Angriff, den Son Goku auch kann. Nein! Ich hab verkackt! Ey, ihr Wichser, unter Wasser Top, rächt ihr mich einfach. Ich denke, da waren drei Gegner. Ich habe doch nur einen platt gemacht. Schön, dass alle entkommen sind. Wie erscheint, treiben sich bösartige Wesen auf der Erde herum. Schwer zu sagen, welche Schrecken sie verursachen, wenn du sie gewähren lässt. Son Gohan, falls du solch eine Kreatur mal gegenüberstehst, schalte sie sich sofort aus. Die Erde verlässt sich auf dich. Jawohl, Meister Kaio. Weil wer ist eigentlich der stärkste Bösewicht im Dragon Ball Universum? Puh, das ist schwer zu sagen. Tatsächlich. Ich würde tatsächlich sagen, wenn ich jetzt nur die Dragon Ball Stories nehme, Bösewicht, dann definitiv Freezer? Was muss ich? Begib dich zur Weltkarte hier in Kamiaus. Achso. Achso, dann würde ich definitiv sagen Freezer, weil der immer mit der Zeit immer stärker wird. Südöstliche Inseln wurden freigeschaltet. Nice, westlicher Bereich freigeschaltet. Westlicher Waldbereich freigeschaltet. Gottes Versteckgebiet freigeschaltet. Oh shit! Wir haben gerade jede Menge. Ja, Freezer ist echt mega stark. Weil der hat jetzt zum Beispiel in Dragon Ball Super hat er seine goldene Form erreicht. Und mit dem ist er auf einem Level mit Kakarot, also beziehungsweise Goku. Deswegen, der ist schon wirklich mega stark und der will immer noch das Universum vernichten. Deswegen, beziehungsweise unterwerfen. Deswegen, das ist echt nicht zu unterschätzen. Gott wird auch wiederbelebt werden, genau. Ich habe die Aufgabe, über dieses Versteck zu wachen. Deshalb kann ich euch nicht zum Palais nehmen. Ich vertraue darauf, dass ihr Namek Dragon Balls auch ohne mich finden werdet. Bitte nehmt das hier mit. Stoppuppe Shenlong. Kann ich jetzt hier rein? Ja, wie geil. Zum ersten Mal hier rumlaufen, so richtig. Aber normalerweise geht es hier eigentlich noch weiter. Aber sonst ist hier nichts. Der Stab steckt auch noch. Hoppala. Wie geil, der Stab deckt. Oh, die Leiter ist sogar dran gemacht. Das ist so ein kleines Detail eigentlich. Wie nice. Wie nice ist das denn? Hierhin gehen Meister Quitte Turmgipfel. Ja, wollen wir. Auf jeden Fall. Wir wollen da runter. Wie nice ist das denn?
Das sind so kleine Details, ne? Oh, ich bin total verliebt gerade. Ich bin ohne Ende verliebt. Das sind wirklich so kleine Details. Weil Son Goku ist ja damals in Dragon Ball den Turm hochgeklettert. Den Quittenturm, wo wir jetzt gerade sind. Da ist er auf Meister Quitte damals zum ersten getroffen. Und später, um gegen Piccolo zu kämpfen zu können, ist er dann hoch zu Gott gegangen. Und hat dafür den Stab benutzt, den er ja hat. Sensenbohnen ein Leben lang. Nachdem er gegen Dämonenkönig Piccolo verloren hat, steigt der stark geschwächte Son Goku mit Yajirobes Hilfe erneut den Meister Quitte-Turm hinauf. Genau. Meister Quitte lässt Son Goku eine Sensenbohne essen, die ihn sofort wieder kampfbereit macht. Entschlossen, erneut gegen Dämonenkönig Piccolo anzutreten, bittet Son Goku Meister Quitte, ihn zu trainieren. Meister Quitte war Dragon Ball Zeiten echt mega stark noch. Meine Güte, es folgt wirklich ein lebensbedrohlicher Kampf auf den anderen, oder? Leider sind Sensenbohnen nicht immer bereit, wenn man sie braucht. Aber wie dem auch sei, ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Hier, nimm das. Das sollte helfen, bis die Bohnen bereit sind. Ultra Heillimonade. Beerus ist der Gott der Zerstörung. Der ist mega stark. Der ist mega stark. Deswegen. Gegen den will ich mich nicht anlegen wollen. Aber Beerus ist jetzt weder gut noch böse. Deswegen. Und Beerus ist halt, wie gesagt, der Gott der Zerstörung. Der steht über allem. Eins ist nur. Ja, Zeno, der König von allem. Der hat die Macht, Universen zu zerstören. Also, puh. Selbst Son Goku kann noch nicht gegen Beerus anstinken. Ich muss mir mal die Hefte kaufen, wo die Story von Dragon Ball Super geht. Darum vor. Geredet wird, weil da wird die Story nach dem Turnier mit Jiren fortgesetzt. So, hab schon alle, danke. Aber hier ist sonst nichts gerade. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zum Turm. Ich würde mich nicht wundern, wenn hier eine Erinnerungskugel liegt. Die Medaille brauche ich. Ah, hier ist sogar der Vater. Der ist doch damals gestorben. Da, ich wusste es. Im Turm, ganz nach oben. Bora wird skrupellos von Tao Baibai umgebracht. Der Typ, der da rechts gerade steht. Einem von der Red Ribbon Armee angeheuerter Profi-Attentäter. Und um es noch schlimmer zu machen, stiehlt Tao Baibai auch noch Son Goku's Dragon Balls. Obwohl er verloren hatte, konnte Son Goku dank des 4-Sterne-Dragon Balls, den er immer noch bei sich trug und der den tödlichen Schlag absolvierte, dem Tod entgegen. Ach nee, das ist sein Sohn. Stimmt, das ist sein Sohn. Da er Bora wiederbeleben und die gestohlenen Dragon Balls zurückholen möchte, begibt sich Son Goku zum Meister Quitte-Turm. Er hofft, dort Zugang zu heiligen Wasser zu erhalten und seine Stärke mehrfach zu erhöhen. Also beginnt er einen Aufstieg, den bislang aufgrund mangelnder Kraft noch niemand bewältigen konnte. Bis auf Son Goku. Nein, wir wollen nicht. Doch, das ist Bora. Aber wo ist denn sein Sohn? Dann. Da ist Prinz Pilaf. Staubpuppe Meister Quitte. Was macht denn Pilaf hier? Was macht ihr Flitzpiepen denn hier? Wenn du das Versteck vergisst, ist der Schatz futsch. Okay, das Versteck. Da. Danke, Pilaf, ne? Du hast mir verrät, dass hier ein Schatz ist. Ein Versteck. Hallöchen. Eine Demeter-Medaille. Sonst ist hier nichts drin?
Was war das denn gerade? Ach! Habe ich einfach mal gerade eben das Ding aktiviert. Was ich gar nicht gesehen habe. Aber sonst ist hier gerade nichts. Ich glaube, die blauen Dinge heißen hier, da, genau, da ist eine Nebenquest. Hier ist neben, hier sind starke Gegner. Die kriege ich nicht platt, glaube ich. Aber guck mal, aber wir gehen erstmal zur Nebenquest. Wir wollen ja die Nebenquest machen. Eieiei. Im Discord wird viel drüber geredet. Oh. Auf welchem Level wäre denn Vegeta von der Stärke mal so allgemein gefragt? Also das ist mal so eine Sache, mal über Goku, mal unter Goku, mal gleich Goku. Also das ist wirklich von Story abhängig gerade. In der Regel sind sie aber relativ gleich stark. Auf normalem Niveau, ne? Mal hat so Goku, aber dann so Techniken wie Kaioken oder so, ne? Wo die dann über Vegeta liegen. Aber im Normalfall sind sie gleich stark. Oh, guck mal, hier ist schon wieder so eine Zeitkugel. Runter geht's. So, haben wir die noch eingesammelt. So, wo ist denn die Nebenquest? Die ist da vorne. Ja, grüne Kristalle sind hier.